Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Among Us in Minecraft. Ja, wir bauen gerade das echte Among Us in Minecraft und überlegen uns, wie wir Minecraft-Mechaniken nutzen können, um das Spiel halt irgendwie in Minecraft zu überführen. Ja, es gibt zwar schon Among Us in Minecraft, aber diese Version, die hier ist special, denn sie beruht nur auf Command-Blöcke und Redstone-Techniken. Keine Data-Packs, keine Resource-Packs. Alles reine Vanilla-Minecraft-Mechaniken. Ja, ihr werdet argumentieren, Resource-Packs und Data-Packs sind auch Vanilla. Nee, aber ich möchte gerne wirklich diese Challenge versuchen mit Redstone und Command-Blöcken Among Us nachzubauen. Das funktioniert ziemlich cool. Wir arbeiten immer noch an den Tasks. Sobald die Tasks fertig sind, kümmern wir uns um Imposter-Funktionen. Zuletzt kommt dann Report und Meeting. Vents wird es auch noch geben, ihr Lieben. Bei den Vents hat bei der Abstimmung, by the way, gewonnen. Die Vents, wo man reingeht und dann mit dem Mausrad auswählt, wo man hin möchte. Beziehungsweise ich habe noch zwei, drei andere Ideen, wie man die Vents umsetzen kann. Mehr dazu allerdings gleich. Beziehungsweise nicht gleich, sondern heute Abend im Livestream. Heute ist der 2.11.2020. Heute Abend um 20.30 Uhr, 20.15 Uhr, so da herum, bin ich auf Twitch live und werde Among Us weiterbauen. Und je nachdem, wie gut wir vorankommen oder je nachdem, wie gut ich gelaunt bin, können wir dann auch schon mit den Vents beginnen. Ich möchte mit euch jetzt gerne die Bogenquest hier zu Ende bauen. Was wir uns überlegt haben, ist folgendes. Wir haben hier eine feine kleine Technik. Und wir haben hier einen Überprüfungs-Command-Block, der überprüft, ob es einen Spieler gibt, der auf einem Scoreboard einen Wert von 1 hat. Wenn ich diesen Wert habe, der Command-Block angemacht wird, dann seht ihr, läuft dieser Command-Block und überprüft sich selbst die ganze Zeit, während das Spiel läuft. Und wenn ich diesen Wert nicht mehr habe, dann schaltet sich dieser Command-Block aus und die Technik deaktiviert sich an dieser Stelle. Das ist immer wichtig, dass die Techniken sich abschalten und nicht einfach weiterlaufen. So, aber das Leben ist ja kein Ponyhof, ihr Lieben. Es ist ja am Ende des Tages doch ein Tacken schwerer. Also müssen wir leider zwei Command-Blöcke hinstellen. Zwar einmal den Command-Block und einmal den Command-Block. Denn ich habe noch was gemacht. Ich habe einen Bereich definiert in Minecraft. Schaut euch das mal an. Das hier ist genau dieser Bereich. Hier oben. Dieses goldene Dings, der Boomster, habe ich jetzt hier mit Zahlen beschrieben. Das heißt, diese Zahlen bedeuten, ein Spieler ist da drin. Wir können gucken, ob ein Spieler drin ist. Wir gucken mal nach dem Spieler. Seht, Test failed. Kein Spieler wurde gefunden. Wenn ich jetzt in diesem Bereich drin bin, dann steht da Test passed. Das heißt, der Test war erfolgreich, ein Spieler wurde in diesem Bereich gefunden. Das ist wichtig. Und das packen wir jetzt hier rein. Genau diesen Test, den wir haben, packen wir jetzt hier oben rein. So, diese beiden Teste benötigen wir. Und solange einer dieser beiden Teste erfolgreich ist, haben wir hier Stromanliegen. Und da geht es jetzt gleich weiter. Denn wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen jetzt hier eine kleine Technik einbauen. Dann fangen wir mal einfach an. Also sobald hier Strom verfügbar ist, geht dieser Komparator hier an. Und der Komparator hier bekommt einen Rückimpuls von dem hier. Es ist eine kleine Clock-Technik. So, das ist jetzt super wichtig. Was wir jetzt gemacht haben, ist Folgendes. Wir können mal ganz kurz... Ich mache mein Dings auf 1. So, wenn ich das jetzt aktiviere, diese Technik, läuft die Technik. Weil der erste Command-Block hat erkannt, dass mein Wert auf 1 ist. Wenn ich jetzt hier oben auf das goldene Ding drauf gehe, seht ihr, da geht der zweite Command-Block an, weil der erkannt hat, dass ein Spieler hier oben steht. Wenn meine Task auf Bow nicht mehr auf 0 ist, also nicht mehr auf 1 ist, geht zwar der erste Command-Block aus, aber diese Technik läuft immer noch weiter und überprüft die ganze Zeit, ob es einen Spieler gibt, der nicht doch so einen Taskwert hat. Und erst wenn ich hier final runtergehe, erst dann schaltet sich diese Technik vollständig ab. So, und das auch mal wieder nur die halbe Wahrheit, denn ich merke gerade, dass da Fehler drin sind in der Technik. Wir müssen diesen Bereich größer machen. Das heißt, wir machen noch was viel Interessanteres. Wir gehen jetzt hier hin. Wir wählen diesen Block aus. Das ist Block 65, 57, 117. Jeder Block in Minecraft hat eine ID bzw. eine Koordinate. Jeder Block ist einzigartig und das ist Block 65, 57, 117. Das ist jetzt gerade ein Terrakotta-Block, aber das kann auch jeder andere Block sein. So, und wir machen jetzt den Block weg. Wir haben jetzt quasi diesen Luftblock hier ausgewählt. Und wir gucken jetzt, ob es einen Spieler gibt, der von diesem Bereich in einem Radius von 5 Blöcken entfernt ist. Ja, wurde gefunden. Wurde gefunden. Wurde gefunden. Wurde nicht mehr gefunden. Deshalb hier hört dieser Radius auf. Das ist wichtig. Ich würde den Radius sogar noch einen Tacken größer machen. Ja, wunderbar. Da ist es super wichtig, dass diese Technik dann... Ne, und wir machen jetzt diese Überprüfung hier rein.
Das heißt, solange es einen Spieler gibt, der in diesem Radius ist, ist alles okay. So, nächstes. Wenn ein Spieler hier oben auf den goldenen Block drauf geht, dann aktiviert er damit eine Redstone-Leitung. Kudelidudelidudelidudelidudelidu, das ist die Redstone-Leitung, die der Spieler aktiviert. Diese Redstone-Leitung aktiviert einen Kolben, dieser Kolben aktiviert einen Observer und dieser Observer aktiviert diese Redstone-Leitung hier unten und schaltet diese Technik an. Ich gehe also auf die goldenen Druckplatten drauf und die Technik da unten läuft. Und ab jetzt läuft sie permanent die ganze Zeit durch, egal wie oft ich rausgehe, bis ich weggehe. Und erst wenn ich weggehe, schaltet sich die Technik aus. Und sobald der nächste Spieler hier drauf geht, schaltet er die Technik an. So, jetzt läuft der erste Teil der Technik. Jetzt fehlt etwas. Und zwar kommt jetzt dieser Bereich, dieser goldene Bereich zum Einsatz. Und jetzt können wir sagen, alle Spieler, die sich in diesem Bereich aufhalten, mache bitte auf Wert 1. Wir sind hier drauf. Alle Spieler, die drauf sind, werden auf Wert 1 gemacht. Ihr seht, ich bin auf Wert 1. Alles ist wunderbar. Ich kann rausgehen. Jetzt kommt als nächstes die Exit-Technik. Wir müssen überprüfen, ob ein Spieler diesen Bereich verlassen hat. Wenn ein Spieler diesen Bereich verlassen hat, ohne die Tasks zu komplementieren, ist doof. Dann muss der Spieler quasi, oder müssen wir was mit dem Spieler machen? Wir müssen jetzt überlegen, es muss jetzt zwei Exit-Strategien geben. Es muss jetzt einmal die Strategie geben, ey, du hast es geschafft, oder nö, du hast die Task abgebrochen, du Fauler. So, das machen wir als erstes mal, du hast die Task abgebrochen. Wir sagen quasi, dass jetzt alle Spieler, die gerade, ihr seht ja rechts Taskbow ist bei mir auf 1. Solange der Wert auf 1 ist, bedeutet das, ich bin gerade dabei, die Task zu machen. Das heißt, dieser Command-Block, den können wir jetzt sagen, bitte alle Spieler, die gerade dabei sind, die Task zu machen, überprüfen. Taskbow gleich 1. Alle Spieler, die gerade die Task machen, erhalten diesen Wert. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir sagen den Spielern, dass sie sich selbst überprüfen soll. If Entity at S, also der Spieler selbst, jetzt nehmen wir den Bereich. Guck mal bitte, ob der Spieler in dem Bereich drin steht. Wir sagen jetzt unless. Sobald der Spieler nicht mehr in diesem Bereich drin steht, run scoreboard player set at P, nee, at S, function 2 für task failed. Und den gleichen Befehl, ja, ihr seht es schon, den gleichen Befehl führen wir nochmal aus, um die Task auf 0 zu setzen. Gut. Jetzt haben wir es geschafft. Pass auf, jetzt passiert nämlich Folgendes. Ich gehe hier drauf, die Task startet. Und sobald ich nur diese Druckplatten verlasse, wird die Task abgebrochen. Gut. Sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir kurz nochmal nachdenken. Denn die Technik muss jetzt nochmal ein bisschen optimiert werden. Denn man kann die Task ja auch schaffen. Was ist, wenn ich die Task geschafft habe? Wie kommt das jetzt? Also, wir haben da oben eine Leiste, die sich füllt. Der Spieler benötigt jetzt erstmal Schneebälle, um da was zu machen. Die Schneebälle, müssen wir ein bisschen überlegen, wie wir das Inventar des Spielers organisieren. Der Spieler hat ja in den ersten Slots etwas. Dann packen wir alle Items für Minigames in die letzten drei Slots. Das heißt, wir sagen quasi, falls es ein Minigame gibt, oder nehmen wir die letzten vier Slots. Die letzten vier Slots reservieren wir für Spiele. Das ist jetzt ja ein Spiel. Wir packen jetzt hier erstmal Schnee rein. Replace Item Entity. Boah, jetzt muss man kurz nachdenken. Hui, buh. Tuddle. Nachdenken, Josef. Josef denkt nach. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge. Josef denkt nach. Das ist eine schwere, ne? Okay, genau. Nein, wie man. Oh. Ihr seht, Among Us in Minecraft ist super einfach. Easy peasy. Nein, wir kriegen das hin. An meine treuen Zuschauer, wahrscheinlich wenn jetzt die Untreuen schon längst abgeschaltet haben. An alle treuen Zuschauer. Diese Woche beginnt mein Semester. Das heißt, bitte seid mir nicht böse. Wir beginnen auch noch sogar mit Craft Attack diese Woche. Es gibt ein Aufnahmedatum. Samstag ist ja die erste Folge. Ich werde diese Woche nicht so viele Videos machen können, weil ihr einen coolen Start in Craft Attack haben wollt zum Wochenende. Und ab nächster Woche gibt es mehr Videos. Aber diese Woche ist sehr, 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 sehr stressig. Das heißt, bitte verzeiht mir, wenn ich nicht so viele Videos diese Woche raushauen kann. So. Also, lass mich kurz nachdenken. Ich habe eine Idee, wie man es machen kann. Und zwar können wir sagen, execute. Das machen wir. Kerl. Minecraft ist auch manchmal ein bisschen Trolling hier. Wehe, du lässt mich jetzt nicht auf den Server. Ah. Reconnect-Bedingung. Das ist, falls ein Spieler exited, ist er raus aus dem Game. Ist beim echten Among Us auch. So, okay, weiter geht's. Also, ich glaube, ich mache das hier rüber. Execute as at R. Scores von Taskbow gleich 1. Run
Replace Item Entity at S Hotbar. Genau, jetzt müssen wir gucken. Das ist 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Hotbar 5. Wir packen dahin Snowball. 16 Stück. Okay, damit hat der Spieler jetzt immer Schneebälle, mit denen er schießen kann. Auch Adventure. Man kriegt die gar nicht alle weggeschossen, die Schneebälle. Wunderbar. Gut. Und wichtig ist jetzt, dass wenn der Spieler runtergeht, dass der Spieler nicht nur dann die Task failt, sondern auch sein Inventar reloaded wird. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass sobald der Spieler hier runtergeht, sein Inventar reloaded wird. So, wenn das Game jetzt läuft, würde jetzt mein Item, mein Inventar geklärt werden. Ich starte mal ganz kurz ein Game. So, wir müssen ein paar Sekunden eben warten, bis das Game nun getriggert wird. Das dauert jetzt sehr lange. Ach, das Game läuft ja schon. Hey, hab nicht drüber nachgedacht. Wir haben das Game nicht resettet. Stimmt, das Game läuft ja immer noch. Scoreboard Player Set The Joecraft. Teams Join Imposter The Joecraft. So, jetzt aber. Scoreboard Player Set The Joecraft Player 3. Gut, also jetzt müsste es nämlich funktionieren. Wenn ich hier drauf gehe, bekomme ich meine Items. Sobald ich hier runtergehe, müssen die Items gelöscht werden. Theoretisch. Natürlich nicht als Imposter. Okay, kompliziert. Imposter können noch nicht Inventar löschen. Das habe ich noch nicht eingebaut. Aber wenn ich jetzt in der Crew bin, warte, ich will es eben überprüfen. Ich joine mal der Crew. Jetzt bin ich in der Crew. Die Crew müsste funktionieren. Ihr seht, ich habe keine Rüstung an und so. Sobald ich jetzt hier runtergehe, müsste mein Inventar neu geladen werden. Nein! Dann hat irgendwas nicht geklappt. Ja, klar. Weil die beiden Command-Blöcke vertauscht werden müssen. Jetzt aber. Halleluja. Jetzt hier runtergehen ist mein Inventar neu. Ja, ihr seht, mein Inventar wird neu geladen. Alles in Ordnung. Das ist ja eine Besonderheit bei diesem Game hier, dass die Inventare neu geladen werden kann. So. Gut, das ist doch schon mal genau der richtige Weg. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass die Task erfolgreich ist. Und zwar machen wir ganz einfach. Und zwar können wir das überprüfen. Ob die Task geschafft hat. Execute if score von Hashtag. Und das ist jetzt quasi diese Besonderheit. Bow. Wenn Bow, wir haben ja 20 Schüsse. Bow von Task.bow matches 20 oder mehr. Run. Und jetzt werden alle Spieler, die in diesem Bereich sind. Wo ist der Bereich? Wo ist der Bereich? Den hatten wir definiert. Ja, da habe ich natürlich jetzt nicht mehr auf der Clip-Ablage. Alle Spieler, die in diesem Bereich sind. Hallo. Oh, ey. Minecraft ist manchmal ein richtiger Jerk. So, hier ist unser Bereich. Nein, ach Bullshit, Quatsch. Alle Spieler, nix, Quatsch. Alle Scoreboard Players Set at A. Scores von Bow. Task Bow gleich 1. Werden Task Bow auf 2 gesetzt. So. Womit das Game anhält. Nein, das Game wird dadurch nicht anhalten. Doch, das Game müsste dadurch anhalten. Nein, das Game soll nicht anhalten. Genau, nee. Das Game hält nicht an. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir dem Spieler natürlich dann Succeed sagen. Also. Ich weiß auch schon, wie wir das machen. So, wir nehmen jetzt diese beiden Command-Blöcke, packen die einmal hier hin und hier können wir das dann machen. Hier können wir nämlich gucken, ob der Spieler Task auf 2 ist. Nee, stopp. Auch Spaß. So,
super. Das Inventar soll in jedem Fall reloaded werden. Genau, wir können nämlich jetzt gucken, Leute. Wenn der Wert auf 2 ist, wird nämlich nicht mehr dieser Task Failed ausgeführt. Task Failed wird nur ausgeführt, wenn der Wert auf 1 ist. Haha, jetzt habe ich's. Der Wert ist auf 1 und wenn ich jetzt runtergehe, wird das Task Failed ausgeführt. Wenn der Wert auf 2 ist... Ah, er wird wieder resettet. Okay, warte mal, wo wird der Wert festgelegt? Da. Unless score s task oh, matches 1 oder größer. So, okay, also, wenn der Task auf 2 ist und ich verlasse die Quest, dann wird mein Inventar neu geladen, aber ihr seht, ich kriege keinen Task Failed. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist genau das hier, Leute. Und zwar, wir können hier die drei... Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Wir können hier die drei Gewinner-Command-Blöcke hinmachen. Das heißt, das ist unsere Gewinnbedingung. Wenn der Spieler es geschafft hat, dann gibt es drei Sachen, die passieren. Einmal sein Wert wird auf 2 gemacht, dadurch gibt es nicht mehr den Failed. Dann wird der Spieler darüber benachrichtigt, dass er die Task bestanden hat. Und die eigentliche Task wird beendet. Fertig. Damit ist das Spiel fertig. Okay, das war intensiv, Leute. Aber es funktioniert jetzt. Ich kann jetzt hier drauf gehen. Ich bekomme eine Schneebälle. Ich gehe hier runter und bekomme Task Failed. Wenn ich hier drauf gehe und die Task komplementiert habe, können wir einfach machen hier. Ist tatsächlich eine etwas aufwendige Task. Aber nochmal, hier kann man am besten auch mit anderen Spielern zusammenarbeiten. Man hat unendlich viele Schneebälle. Das ist schon schwer, Leute. So. Da kann man mehrere treffen. Achtung, gleich haben wir es geschafft. Jetzt. Okay, ich habe es geschafft, aber irgendwie... irgendwie triggert der noch nicht, der Command-Block. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Warum triggert der jetzt hier nicht, der Junge? Ah ja. Okay. Nochmal. Wenn ich runtergehe, failt die Task. Wenn ich draufgehe, geht die Task weiter. Oh Gott, ey. Das war schwer. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist nur noch eine Klitzekleinigkeit, Leute. Und zwar, die Tür muss ich hier öffnen. Komm schon. Hallo. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Und? Ja, Mann! Okay, das ist jetzt natürlich doof. Die Task wird jetzt permanent. Okay, okay. Task wird permanent. Das ist, auch das können wir nochmal eben korrigieren. Nein, nicht failen. 1, 2. Der kommt zuletzt. 3. 1. 1, 2. Der kommt zuletzt. 3. Dass der Befehl nur einmal ausgeführt wird. Können wir jetzt machen, indem wir das hier machen. Und next try. Wir müssen nachher auch noch, also es gibt noch ein paar Kleinigkeiten einzubauen, das können wir heute Abend im Livestream machen. Und zwar, dass sich das Glas öffnet und schließt, da können wir eine kleine nette Animation einbauen, dass sich hier die Scheibe öffnet. Vielleicht kann man das auch nochmal anders lösen, da habe ich noch ein paar andere Ideen, wie man das lösen kann. Wir müssen auch verhindern, dass ein Spieler da nicht aus dem Raumschiff raussteigt. Ey, komm. Junge, ist das. Könnt ihr mal schreiben, welche Task ihr bis jetzt am besten findet. Hallo. So. Ich kriege einmal das Task Complete. Und wenn ich jetzt hier runtergehe... Genau, kriege ich kein R. Ich habe die Task fertig gemacht und damit läuft die Technik, meine Damen und Herren. Das ist sie. Die Bogentechnik fertiggestellt. Intensiv, Leute. Ihr merkt schon. Große, komplizierte Sache. Aber Among Us in Minecraft wird richtig cool. Ich hoffe, ihr seid noch genauso gehypt wie am Anfang. Ich hoffe, wir kommen trotzdem hinterher. Verzeiht mir, wenn diese Woche nicht so viele Videos kommen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.